Hallo Naturfreunde, ja, heute möchte ich euch wieder mitnehmen auf eine Expedition zum Kröseliner See. Ja, links der Mühle ist das Fließ, das zu den Mechoseen führt. Und da hat doch tatsächlich im letzten Jahr oder in diesem Jahr ein Biber seine Burg gebaut und das Fließ angestaut, was natürlich sehr idyllisch aussieht, aber für die Wasserwanderer vielleicht nicht ganz so zum Vorteil ist. Mein Interesse gilt aber dem See. Und gleich zu Anfang dieser wirklich hübsche Barsch. Also mit solch einer Färbung, so einen Fisch habe ich noch nie gesehen. Ja, und auch der Hecht lässt nicht lange auf sich warten. Und die Barsche, die ich hier an meinem Einstieg gefilmt habe, speziell hier der schön gefärbte Barsch, der hat mich wirklich fast 20 Minuten begleitet. Immer auf der Lauer nach irgendwelchen Krebstierchen oder Insektenlarven. Also die Barsche sind ja generell nicht allzu scheu und wissen ja, dass, wo Taucher oder Schnorchler sind, immer ein leckerer Happen abzuschnappen ist. Ja, dieser Bursche hier scheint besonders neugierig zu sein. Aber mein Interesse galt natürlich auch wieder mal dem Hecht. Und das ist hier in dem See überhaupt kein Problem, einen Hecht zu filmen. Also hier waren bestimmt in der kurzen Zeit, in der ich hier war, habe ich 4 oder 5 Stück vor der Kamera gehabt. Ja, auch in diesem See sind die Fische von Parasiten befallen. Also hier könnte es die Weißpünktchenkrankheit sein bei dem Hecht oder Fischläuse. Das kann ich jetzt schlecht beurteilen. Ja, da ist auch wieder der außergewöhnliche Barsch, der mir hier mindestens 30 Meter folgte. Aber mein Interesse galt dem Hecht und glücklicherweise konnte ich auch noch einige Exemplare filmen. Dann lasst euch noch einige Minuten entführen in diese fantastische Unterwasserwelt und genießt diese Aufnahmen. Thank you.
Ja, hier dann noch eine Impression vom Ufer des Sees. Hier an der Ostseite die Reste eines Gebäudes. Den Biber oder besser gesagt seine Nagelspuren entdeckt man hier am ganzen See. Und da ist auch eine Biberburg. Ja, das lernt man bei der Armee. Ja, mit diesen Bildern möchte ich mich dann von euch verabschieden und ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch und ich konnte euch wieder einen kleinen Eindruck unserer wunderschönen Natur vermitteln. Dann bis zum nächsten Mal.